meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute sehr gerne etwas über das Schwarzkümmel erzählen. Ich habe das ja schon letztes Jahr genommen und war sowas von begeistert, dass ich halt für euch ein Video eingestellt habe hier auf YouTube. Und dieses Jahr habe ich halt noch ein bisschen mehr Informationen und diese möchte ich euch sehr gerne mitteilen. Also bleibt bitte dran und habt ein bisschen Geduld, denn ich glaube, dieses Video wird ein bisschen länger wie sonst, gell? So, ich habe mir hier natürlich auch ein paar Notizen gemacht und es ist einfach zu viel Input und ich möchte da möglichst wenig durcheinander reden. Und das, was ich jetzt verstanden habe, ist, dass es halt wirklich auf die Qualität ankommt. Erstens, ja, ihr braucht gute Qualität. Es bringt nichts, wenn ihr so ein Billigöl aus dem Supermarkt euch kauft. Da werdet ihr wahrscheinlich eher Nebenwirkungen erfahren, so wie Bauchkrämpfe, Durchfälle und solche Geschichten. Also da wäre ich vorsichtig. Deswegen ist eine 1A-Qualität wirklich zu empfehlen. Und des Weiteren solltet ihr es regelmäßig nehmen. Diese zwei Komponenten, ja, wenn ihr das durchzieht, wirklich für eine gute Zeit, für einige Monate würde ich sagen, erst dann könnt ihr die positive Wirkung des Öls auch tatsächlich im ganzen Körper spüren. Und ich werde euch jetzt auch erzählen, was ich so für Erfahrungen gemacht habe. Meine Erfahrungen. Erst einmal, die ganzen Symptome, ja. Ich nehme es ja in der Früh und am Abend, ein Teelöffelchen nur jeweils. Und ich habe kein Gaumenjucken, ich habe keine dicke Nase mehr, keine dicken Schleimhäute, geschwollene Schleimhäute. Dieses ganze Allergiezeugs, ne, das gibt es nicht mehr. Und ich weiß auch, warum das so ist. Denn soweit ich mal gelesen habe, fehlt Allergikern ein bestimmtes Enzym. Und dieses Fehlen des Enzyms macht halt, dass diese Leute dann so reagieren, wie sie reagieren. Und durch das Schwarzkümmelöl werden diese Symptome halt total gebremst. Also es wird verhindert praktisch, dass man so reagiert. Das hat mir sogar der Lungenarzt bestätigt. Funktioniert das Schwarzkümmelöl ungefähr so wie ein Antihistaminika. Die nächste Erfahrung, die ich gemacht habe, da war ich echt baff. Wir waren im Wald, locker 3 Stunden auf dem Kindergeburtstag. Und wir hatten natürlich vorher das Öl genommen. Also ich trinke das sowieso regelmäßig, mittlerweile gebe ich es auch den Kindern, aber die kriegen dann nur einen halben Teelöffel. Und Leute, wir sind dann nach 3 Stunden nach Hause gekommen und haben keine einzige Zecke gefunden. Und was noch geil war, wir wurden von keiner Mücke gestochen. Zum Thema Mücken, da habe ich auch noch eine Information von einer Bekannten meines Mannes. Und zwar waren die neulich unterwegs und es waren schon überall Mücken und alle anderen wurden gestochen, sie aber nicht. Also es muss wirklich was dran sein, dass das Schwarzkümmelöl oder das ätherische Öl des Schwarzkümmelöls diese Viecher halt weghält. Jetzt fällt mir eine Geschichte von einem Studenten aus Bayern ein. Und zwar hatte dieser Student einen Hund und dieser Hund hatte irgendeine Allergie. Ja, und der Student gab ihm halt immer ein bisschen was von dem Schwarzkümmelöl in sein Futter. Und nach einer Zeit fiel ihm halt auf, dass der Hund keine Zecken mehr nach Hause mitbrachte. Und daraufhin machte er halt einen Test. Er besorgte sich so ein Röhrchen in Y-Form. Dann tat er ein bisschen Schweiß und Blut in die eine Seite des Röhrchens. Und in die andere Seite des Röhrchens tat er Schweiß, Blut und ein bisschen Schwarzkümmelöl. Und dann ließ er halt die Zecken von der dritten Seite hochlaufen. Und was denkt ihr, wo die hingelaufen sind? Ja, genau da, wo eben kein Schwarzkümmelöl war. Für diesen Test, ja, bekam er sogar eine Auszeichnung von Jugendforsch. Ich habe mir Schwarzkümmelöl ins Gesicht getan. Ja? Ich hatte hier so einige Pickel. Vielleicht sieht man das jetzt ja, ne? Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall hatte ich da richtig fette Hoshi-Teile und habe mir dann am Abend nach dem Gesichtwaschen 3 Tropfen Öl auf die Hand getan, habe das dann so ein bisschen verrieben und es mir dann ins Gesicht verteilt und die Pickel, ja, die entzündeten Pickel sind dann wirklich, also nicht sofort, aber am nächsten Tag war meine Haut wirklich viel ruhiger und ich habe das dann für weitere 3 Tage gemacht und die sind alle verheilt, die sind alle total schön verheilt und ich bekam keine extra Pickel und die Haut, die war dann richtig schön gepflegt. Also für mich ist das Schwarzkümmel wirklich so ein Allheilmittel. Ja. Des Weiteren funktioniert das Schwarzkümmel auch bei Katzenallergie und zwar so krass, ich hätte das nicht gedacht. Ich war bei meiner Schwester auf dem Käffchen und nach 2,5 Stunden fiel mir auf, dass ich gar kein Nasenjucken hatte, gar kein Gaumenjucken. Diese ganzen sonstigen Symptome, die ich normalerweise habe, hatte ich nicht mehr. Normalerweise habe ich so einen Effekt, nur wenn ich so Antihistaminika nehme.
Und mit dem Schwarzkümmel konnte ich sogar die Symptome sogar bei den Katzen unterdrücken. Das war für mich echt der krasseste Beweis. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit es bei bronchialem Asthma funktioniert. Also ich habe tatsächlich selber die Diagnose bekommen, dass ich allergisches Asthma habe, obwohl ich nicht irgendwie an Husten leide oder solche komischen Luftmangelattacken oder ich weiß ja nicht, wie sich das anfühlt. Was ich halt verspüre, ist also so ein komisches Gefühl hier in der Luftröhre. Deswegen nahm ich halt immer an, dass ich was komplett anderes habe. Entweder irgendwie Blockade in der Wirbelsäule oder ne, so ein Reflux. Aber aufgrund meiner Symptome, unter anderem dieses Gefühl und in der Früh, wenn ich eben aufstehe und einmal tief durchatme, ne, habe ich so das Gefühl, dass erstmal die Lungen auseinandergehen müssen. Das ist halt so ein, als ob ich schon höre, dieses Geräusch, wie es auseinanderklebt irgendwie. Also es ist schwierig zu erklären. Und naja, nach einigen Tests und so weiter und so fort, ist sich mein Arzt ziemlich sicher, dass ich eben Asthma bronchiale habe. Was mich auch nicht verwundert, ehrlich gesagt, weil ich als Kind halt öfters eine Bronchitis hatte und eben auch meine Standardallergien habe: Hausstaub, Milben, Katzen und Gräserpollen, ne? Und meine Lungen sind halt total hypergereizt, kann man das so sagen. Und wie gesagt, ich nehme zwar das Schwarzkümmel schon wieder seit Februar und ich denke mal, damit ich da eine Wirkung sehe, sollte ich es dann auf jeden Fall viel länger einnehmen und vielleicht auch die Dosis erhöhen. Wie gesagt, ich bin noch am Experimentieren und wenn ich auch diesbezüglich eine Besserung sehe, dann werde ich auf jeden Fall euch Bescheid geben. Ja, ich habe tatsächlich Blutergebnisse hier, ja, für die Skeptiker unter euch. Ich habe tatsächlich Blutergebnisse, dass ich allergisch bin. Und ich finde es echt so hammergeil, dass ich das nicht spüre. Ja, ich habe echt keine Symptome, obwohl der Wert gestiegen ist. Ich hatte einen hier, das heißt IG, Gesamtwert von 368. Ich halte es euch jetzt mal hin. So, 368, ihr seht es. Und das ist der Gesamtwert, dass ich eben Allergien habe. Und weiter unten seht ihr die Zahlen. Und zwar ist das so der Wert. Bei 0 ist natürlich keine Allergie vorhanden. Und hier habe ich einfach, das ist jetzt die Tabelle von letztem Jahr. Da habe ich jetzt hier, ich weiß jetzt nicht genau, was das für Werte sind. Die ersten sind so Pollen. Da habe ich 3, 3, 2. Dann hatte ich Birke und Hasenpollen, hatte ich 0. Auf die bin ich anscheinend nicht allergisch. Dann ist wieder irgendwas hier 3. Ich kann nicht verstehen, was das genau sein soll. Lepidoglyph, irgendwas. Und Roggenpollen habe ich eine 2. Da steht jetzt blöderweise die Katze nicht mit drauf. Und hier habe ich die Werte von diesem Jahr. 18.05.2017 und ihr seht hier, der Allergiewert ist gestiegen auf 394, Leute. Und die hier, diese ganzen Allergiewerte habe ich jetzt hier 3, 3, 4, Katze, ja, ich bin bei der Katze auf 4. Dann hier 2, Lischgras, keine Ahnung, was es sein soll. Da auf Birke immer noch nicht allergisch. Und da habe ich irgendwas hier nochmal so komische Geschichten. 2 und 3, Lepidoglyph. Also, keine Ahnung, was das ist. Fakt ist, das sind halt die Nachweise, dass ich tatsächlich allergisch bin und ich mir das nicht irgendwie aus der Nase ziehe. Ich habe mich dazu entschieden, einfach diesen Kanal hier zu eröffnen, hier auf YouTube und meine Erfahrungen mit euch zu teilen. Und wem ich helfen kann, da bin ich glücklich und freue mich drüber. Ach, bezüglich hier Schwarzkümmel, ich verstehe nicht, dass es so wenig Infos im Internet gibt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht funktioniert. Ich kann mir eher vorstellen, dass die Leute viel zu früh aufgeben und viel zu früh dann die Entscheidung treffen: Nö, ich habe es zwar genommen, bei mir hat es nichts gebracht. So, ich habe letztes Jahr so geschwärmt von dem Bioöl. Das hatte ich damals im Internet gekauft. Ich habe dieses Jahr mich für ein nicht biologisches Öl entschieden. Ich habe jetzt dieses hier gekauft. Einfach aus dem Grund, um es mal zu versuchen, um zu sehen, ob ich denn auf dieses hier irgendwelche Symptome bekomme. Der Unterschied hier bei dem Öl ist, dass es kalt gepresst und ungefiltert ist. Das bedeutet, die Samen werden in der hauseigenen Presse sozusagen, ja, nach alter traditioneller Art zu diesem Öl gepresst. Und ich habe da natürlich vorher angerufen und wollte wissen, wie das jetzt hier mit der Kontrolle, mit der Qualität dieses Öls ist. Und mir wurde tatsächlich versichert, dass auch hier die Samen strengstens kontrolliert werden, dass die halt da wirklich dahinter sind, dass die Samen rein sind. Und hier sind halt die kompletten Inhaltsstoffe des Kümmels drin.
sogar von der Schale. Und deswegen ist dieses Öl auch ein bisschen dunkler und es ist auch ein bisschen schärfer. Und gut, ich habe jetzt nicht so viele Öle zum Vergleichen, deswegen finde ich, das hier, es hat eine super Qualität und es wirkt halt genauso, wie das andere Öl auch gewirkt hat, meiner Meinung nach. Ich kann da jetzt nicht sagen, ob das jetzt besser ist oder schlechter. Fakt ist, dass es halt halb so teuer ist ungefähr und dass mir das komplett ausreicht. So, damit ihr ein genaues Bild habt von den Inhaltsstoffen des Schwarzkümmelöls, lasse ich euch jetzt gleich eine Liste am Ende des Videos durchlaufen und dann schaut ihr mal, was da alles drin ist. So, zum Schluss noch mal eine kleine Info. Ich habe wirklich sehr, sehr lange im Internet nach Informationen gesucht, einfach um euch auch das beweisen zu können oder euch da auch ein bisschen was Handfestes bieten zu können. Und es ist halt so, dass mittlerweile ganz viele Tests schon gemacht worden sind in Verbindung mit dem Schwarzkümmel. Vielleicht nicht unbedingt hier in Deutschland, aber weltweit. Und ich habe da jetzt einiges im Internet gefunden und werde es euch unten verlinken. Schaut es euch bitte selber an und könnt selber dann euch eine Meinung bilden. Für mich ist das Schwarzkümmelöl etwas, was ich nicht mehr aus meiner täglichen Ernährung missen will. Egal, ob ich jetzt mein allergisches Asthma damit in den Griff bekomme oder nicht. Ich finde, dass allein schon die Tatsache, dass ich keine Allergiesymptome mehr habe, das ist für mich halt der Oberhammer, ja. Und ich habe ein Stückchen Lebensqualität wieder zurückbekommen. Das hatte ich, glaube ich, im anderen Video auch schon gesagt. Und ich würde mir wirklich von Herzen wünschen, dass, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt und auch ähnliche Besserung durch das Schwarzkümmel erfahren habt, dass ihr dann bitte auch unter dieses Video eure Geschichte vielleicht kurz zusammengefasst erzählt und eure Erfahrungen damit erzählt, damit auch andere diese lesen können und auch denn es sich dann trauen, es zu versuchen. Ich danke euch vielmals, dass ihr so lange dran geblieben seid und euch das Video angeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat und informativ genug war, dann bitte liked es. Und abonniert meinen Kanal, ich würde mich super freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann!